Für die von der Corona-Pandemie getroffene Kreuzfahrtbranche im Mittelmeer heißt es wieder leinenlos. In Norditalien stach am Sonntagabend die MSC Grandiosa in See. Das zur Reederei MC Cruises gehörende Schiff legte mit 2500 Passagieren im Hafen von Genua ab. Das Kreuzfahrtschiff, das normalerweise bis zu 6000 Passagiere aufnehmen kann, nimmt Kurs auf mehrere Häfen im Mittelmeer. Die Reederei MSC Cruises will mit neuen Sicherheitsstandards eine Ausbreitung des Virus auf dem Schiff verhindern. Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden vor dem Boarding im Terminal auf das Coronavirus getestet und ihre Körpertemperatur soll täglich kontrolliert werden. Ein offenes Buffet werde es nicht mehr geben, stattdessen aber eine Bedienung am Tisch. Gesundheitsbehörden hatten die Kreuzfahrtindustrie mehrfach kritisiert, zu langsam auf die Ausbreitung des Virus reagiert zu haben. Die Branche muss wegen der Corona-Krise mit Umsatzeinbußen von bis zu 25,5 Milliarden Euro rechnen.